liebe Bürgerinnen und Bürger, auch heute wieder aktuelle Informationen über die Entwicklung der Corona-Pandemie im Landkreis Ebersberg. Insgesamt haben wir mittlerweile 242 Fälle. Letzten Freitag waren es 133. Das heißt eine Erhöhung um 80%. Das ist im bayernweiten Vergleich deutlich weniger. Darüber können wir froh und dankbar sein. Blicken wir in die Landkreise Rosenheim, München, Erding und Freising, so sieht die Lage dort schwieriger aus. Von den 242 Fällen haben wir auch schon wieder 93 Menschen, die als geheilt gelten und den Coronavirus hinter sich gebracht haben. Bayernweit sieht man, dass die Maßnahmen greifen. Wir hatten noch vor 3 Wochen eine Verdoppelung der Fälle innerhalb von knapp 3 Tagen. Mittlerweile verdoppeln sich die Fälle innerhalb von nur gut 6 Tagen. Ziel ist aber nach Aussage der Fachmenschen und Virologen eine Verdoppelung innerhalb von 10 bis 12 Tagen, um die Fälle auch entsprechend im Gesundheitssystem versorgen zu können. Das heißt, wir haben noch einen Weg vor uns, den wir konsequent weitergehen müssen. Unser Diagnostikzentrum leistet täglich wertvolle Arbeit. Ich bedanke mich beim Bayerischen Roten Kreuz. Gut 100 bis 200 Testungen können wir jeden Tag machen. Ich habe mich heute früh auch persönlich von der engagierten Arbeit vor Ort überzeugt. Ebenso auch von der Qualität der Arbeit, die im Labor in der Gemeinde Poing geleistet wird. Hier werden auch täglich alle Testungen im Labor untersucht. Die Situation an der Klinik ist derzeit relativ stabil. 15 Patienten, so in etwa die Zahl, die kontinuierlich bleibt. 15 Infizierte, davon rund ein Drittel intensiv und beatmet und 25 Verdachtsfälle. Wir befinden uns heute hier wieder in unserer neuen Hilfsklinik. Als ich letzte Woche hier stand, da hat man noch nicht viel erkennen können. Mittlerweile ist die Hilfsklinik nahezu fertig eingerichtet, 105 Betten, und zwar keine einfachen und billigen Feldbetten, sondern auch wirklich durchaus hochqualitative Pflegebetten sind mittlerweile angeliefert und aufgebaut worden. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön dem BRK, dem THW, der Bundeswehr, die uns konzeptionell bei der Organisation von Sauerstoff organisiert hat, meine Mitarbeiter aus dem Landratsamt, die sehr engagiert hier, die Hausmeister, die Fachleute, alle gemeinsam am Aufbau mitgewirkt haben. Das war schon ein großer Kraftakt, innerhalb von 2 Wochen aus einer einfachen Turnhalle eine Hilfsklinik, ein Hilfskrankenhaus zu machen. Wir hoffen, dass wir es nie in Betrieb nehmen müssen. Allerdings wissen wir es nicht. Und es ist ja auch nicht nur für den Landkreis Ebersberg, sondern auch für die Region eine Möglichkeit, Menschen, die an Corona erkrankt sind, entsprechend versorgen zu können. Natürlich keine Intensivpatienten, keine pflegebedürftigen Patienten, aber für alle anderen eine Möglichkeit, die entsprechend hoffentlich auch nie in Betrieb genommen werden muss. Wir beschäftigen uns, wie schon mal auch informiert, derzeit mit der Sicherheit in den Alten- und Pflegeheimen und auch in den Heimen für Menschen mit Behinderungen und psychischen Erkrankungen. Auch da bedanke ich mich bei allen Einrichtungen für die sehr gute Kooperation. Und ein Dankeschön auch noch an unseren Versorgungsarzt Dr. Marc Block, der innerhalb von nur wenigen Tagen ein Konzept entwickelt hat mit 6 Corona-Schwerpunktpraxen im Landkreis Ebersberg und einer Corona-Notpraxis, die auch in der Kreisstadt Ebersberg nächste Woche in Betrieb gehen soll. Informieren Sie sich hier bei Ihren Hausärzten. Sie werden Ihnen dann entsprechend Informationen geben. Nutzen Sie unsere Hotline. Insgesamt in den letzten 4 Wochen über 8000 Anrufe, die wir entgegengenommen haben und versucht haben, Fragen und Anliegen entsprechend zu beantworten und den Menschen ihrer Situation zu helfen. Sie sehen, wir haben viel in den letzten Wochen aufgebaut. Wir sind vermutlich noch am Anfang des Weges und ich wünsche Ihnen nun ein schönes Wochenende. Bleiben Sie trotz Sonnenschein zu Hause in Ihrem Garten, auf dem Balkon, in Ihrer Umgebung und versuchen Sie auf diese Art und Weise die Zeit genießen zu können. Bleiben Sie gesund.